Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Warframe-Video. Diesmal über einen etwas besonderen Warframe, hätte ich jetzt mal gesagt. Und zwar über den Gentleman Limbo. Ja, ich bin auch wieder dabei, der Christoph. Hallo. Wie Manu bereits gesagt hat, es geht über Limbo. Limbo ist der Void oder Rift Frame, das heißt, er kann zwischen den Dimensionen wechseln. Und nicht nur er, sondern auch seine Gegner bzw. seine Freunde. Was im Übrigen manchmal auch ziemlich nervig sein kann. Ach, wie kommst du denn? Jetzt bleibt er nicht stehen, ne? Wie kommst du denn da drauf? Genau das meine ich. Gut, Limbo könnt ihr durch die Limbo Theory Quest bekommen. Werdest du das mal wieder entfernen? Nö, ich hab gar keinen Bock. Dann liest ihr auch deine Notizen. Moment, wo war ich stehen geblieben? Jetzt hast du mich voll rausgebracht, Mann. Haha. Limbo Theorem, also bekommt man, ich glaube, die muss man zusammen und so, weil ich das weiß. Bin ich da richtig? Ja, das kann das sein. Ja. Und dann eben im Codex spielen. Starten. Dingens. Genau. Dann. Ja, was jetzt? Sicher oder nicht? Nee, glauben kannst in der Kirche hier, du Leute, ihr wissen. Schafft das. Man bekommt sie, durch den Shop und muss jetzt dann zusammenbauen. So, dann haben wir das auch schon mal erklärt. Dann Limbo hat zwei V- oder V-Polaritäten und man moddet ihn dann sozusagen auf, beziehungsweise auf diese V-Polaritäten kann man Schaden, Dauer und so drauf tun. Und eine Strich- beziehungsweise Dash-Polarität, da lohnt sich dann sowas wie Stromlinien wahrscheinlich. Und ja. Achso, nee, das ist für die Aura, Entschuldigung. Energieregeneration. Macht Sinn, da es ja auch ein Caster-Frame ist. So, dann auch gleich zu den Fähigkeiten. Christoph, du hältst das Ding mal. Ich zeig dir währenddessen. Bestimmt. Die 1 ist verbannen. Versetzt ein Ziel ins Void. Ja, zu viel Schaden und so. Ja. Versetzt ins Void, das kann dann nicht angreifen, macht keinen Schaden. Kann aber auch nicht angegriffen werden. Wie ihr seht, es verursacht Schaden, wenn man so einsetzt. Weil die immer alle sofort explodieren. Für das Ziel, das getroffen wird, ist es eigentlich genau der gleiche Effekt wie die zweite Fähigkeit. Kommen wir gleich dazu. Und man kann das auch auf Verbündete einsetzen. Es geht nicht auf Bosse, außer auf Sanuka. Das heißt auf RLVs kleinen Fifi. Kostet 25 Energie. Dann die 2 ist Riftlauf. Da geht Limbo selbst in die Rift-Ebene über. Kann dann auch Gegner, die ins Rift verbannt, wenn sie nicht gleich sterben, angreifen. Mal schauen, der hier hat es überlebt. Und der kriegt dann dadurch Schaden. Wenn ich jetzt aber hier reinschieße, passiert einfach gar nichts. Und sie können mir auch nichts anhaben. Genau, er kann währenddessen Terminus hacken und Verbündete wiederbeleben. Und was schön an der Fähigkeit ist, man sieht es, gerade haben wir zu viel Energie. Ich hau mal ein bisschen was raus. So. Gerade haben wir zwei Energie. Eine oder zwei? Ich glaube eine Energieregeneration, ne? Ich weiß nicht, was ich drauf habe, kein Plan. Das heißt, unsere Energie regeneriert jetzt ein bisschen, wenn ich jetzt aber in den Riftlauf gehe, dann geht das Ganze viel schneller. Das ist eigentlich dafür, dass man eben Gegner ins Rift verbannen kann und einem dabei die Energie... schon wieder zu viel Schaden. Und einem dabei die Energie nicht ausgeht. Man kann das jederzeit abbrechen, indem man nochmal zwei tritt. So. Das kostet 15 Energie. Was ich eigentlich für so eine Fähigkeit recht gut finde, weil man dadurch eben ganz einfach Energie regenerieren kann, weil es viel mehr bringt, wie es kostet. Das ist so wie Trinities Ding. Na, die Energieregeneration. Wäre auch ziemlich unnötig, wenn es andersrum wäre. Gut, dann Rift Woge. Na, ich habe heute voll den Faden verloren, schon nicht schlimm. Das erhöht eigentlich einfach den Schaden, den man selber, glaube ich, Gegnern, die im Rift sind, zufügt. Ich glaube, das erhöht eigentlich sogar allen Rift-bezogenen Schaden. Das heißt, bevor ihr irgendwie, was weiß ich was, Gegner angreift oder sonst was, während ihr im Rift seid, setzt das ein. Und dann macht ihr mehr Schaden. Kostet 50 Schaden. 50 Schaden. 50 Schaden, mhm. 50 Energie natürlich. Dann die 4 ist Kataklysmus. Ich zeig mal kurz noch Rift, wo gefällt mir da ein. So. Sieht dann so aus. Und dann hat man so schöne Kügelchen um einen drum, die irgendwie nur was kügelchen ein. Gut, dann die 4 ist Kataklysmus.
Das erzeugt eine Kugel. Stell sie auf. Alle Gegner, also generell, wenn irgendein Ziel zwischen Rift und normale Ebene hin und her geht, bekommt es 300 Schaden. Das ist, glaube ich, Standard so. Hat man da gerade gesehen. Und das kann ich jetzt leider nicht demonstrieren. Alles, was in dieser Kugel ist. Und ich nicht. Alles, was in dieser Kugel ist, wie soll ich sagen? Alles, was in dieser Kugel ist, ist eben im Rift. Und nur die Gegner in der Kugel können sich angreifen. Das heißt, das ist eigentlich so ähnlich wie eine Arena. Was teilweise echt ganz schön nützlich sein kann, wenn man. Oder nervig. Das stimmt allerdings. Wenn man sich zum Beispiel vor Scharfschützen oder sowas schützen will. Ich denke, es könnte sogar ein Konklave ganz lustig werden. Aber. Ach, komm schon, was war denn das jetzt? Im Ernst? Wir haben es einfach drauf. Hatten wir das nicht irgendwie letzte schon gemacht? Ne, ist ja was Ähnliches. Egal, wir machen einfach weiter, wir starten gleich eine neue. Wie man gesehen hat, die Kugel schrumpft. Und wenn sie ganz zusammengeschrumpft ist, explodiert sie. Ja, das denke ich, war es dann dazu. Dann, ja, wie moddet man denn Limbo am besten? Moddet ihn doch einfach auf Dauer und Reichweite für die 4. Also die Reichweite für die 4 und die Dauer für alles. Und dann könnt ihr noch Schaden draufhauen, damit die 1 mehr Schaden macht. Ist wahrscheinlich nicht sonderlich schwer. Wie das dann genau mit den... Es gibt ja ein paar neue Mods. Wie das mit denen geht, das haben wir uns noch nicht so genau auseinandergesetzt. Ich glaube, das Ganze wissen wir auch noch nicht so genau. Ich glaube, für Limbo gibt es gar keine. Da bin ich mir aber nicht sicher. Es dürfte aber jetzt eigentlich nicht so viel verändern. Moddet ihn einfach wie einen Caster Warframe, das heißt Energie, Effizienz, Schaden, Ausdehnung und so weiter, was euch da eben gefällt. So, dann ob ihr euch den Warframe zulegen solltet. Nein. Das muss jeder für sich wissen. Es ist nicht ganz so leicht, ihn zu bekommen, es ist aber auch auf jeden Fall machbar, wenn man ein gutes Squad hat. Ich persönlich mag ihn eigentlich ganz gut, ganz gern. Weil man einfach so zum Beispiel Christoph trollen kann oder so. Und dann, naja, ist er mal wieder angepisst. Müsst ihr wissen, es ist jetzt nicht irgendwie, naja, man kann ihn eigentlich wirklich mit keinem anderen Warframe vergleichen. Ich mag ihn, es ist was anderes. Eben, es gibt keinen anderen Warframe, der genauso nervig ist. Na, wo ist eigentlich stehen geblieben? Es ist zum Solo ganz gut. Ey, zum dritten Mal aus dem Konzept gepasst. Ja, du hast es einfach drauf. Zum Solo ganz gut, weil man einfach in seinen Riftlauf geht oder einen Gegner nach dem anderen ins Rift schickt oder aber auch im Team die stärksten Gegner wegnimmt und die alleine tötet und ist dafür halt ganz lustig. Nachteil ist natürlich, dass das Energie kostet ohne Ende, wenn man im Rift rumläuft und Gegner ins Rift zersetzt. Aber es muss eigentlich jeder für sich wissen, wie einem der Frame gefällt und was man damit machen möchte. Ich persönlich mag ihn eigentlich recht gern. Na, vielleicht sage ich auch noch was dazu. Ich habe das ganze Questzeug jetzt von Limbo noch nicht gespielt. Einfach weil er mich jetzt nicht so blendend interessiert hat von seinen Fähigkeiten her. Ja, zwei unterschiedliche Meinungen. Ihr könnt uns ja in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Oder ob ihr euch ihn geholt habt. Oder jetzt nach unserem Video holen werdet. Ja, würde uns interessieren. Wo wir gerade bei Kommentaren da sind. Lass uns noch einen Kommentar da. Oh, nett. Lass uns noch einen. Was? Wieso nicht? Keine Ahnung. Hab ich jetzt gesagt. Lass uns noch einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Vorschlag, was wir im nächsten Video behandeln sollen. Wir nehmen uns das natürlich auch zu Herzen. Moritz, dein Video ist in der Mache. Und im letzten schon gesagt. Macht er eh wieder nett. Ja, vielleicht habt ihr ja nur eins. Ne, machen wir wirklich. Also da könnt ihr euch drauf verlassen. Wenn ihr irgendwas vorschlagt, werden wir das auf jeden Fall machen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like, Abo freut uns natürlich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wir kümmern uns wirklich um die Videos, die ihr uns vorschlagt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Servus.